Der Winter hat nicht nur die Menschen fest in seinem Griff. Auch für die Tiere im Wuppertaler Zoo gilt der Ausnahmezustand. Wie Eisbär, Leopard und Co. mit Schnee und Eis klarkommen, zeigt uns jetzt Zoodirektor Ulrich Schürer. Am schönsten ist es natürlich für den Eisbären. Der fühlt sich jetzt wie zu Hause, obwohl er hat auch im Sommer keine Probleme. Nur jetzt ist es natürlich super in dem weichen Schnee. Auch unsere kalifornischen Seelöwen fühlen sich sehr wohl. Sie schwimmen im Wasser. Das Wasser ist ja bekanntlich wärmer als die Luft in dieser Jahreszeit. Die kommt mit 10 Grad aus der Leitung. Und alle 6 Seelöwen sind dort drin. Die können auch raus. Wir haben auch einen geheizten Stall, aber es ist natürlich schöner zu schwimmen. Die Brillenpinguine aus Südafrika sind draußen. Die kann man also bei Temperaturen bis so 5, 6 Grad unter Null ruhig draußen lassen. Danach frieren sie aber und kommen bei uns dann auch in den Stall, in den frostfreien Stall. Unsere Königspinguine und Eselspinguine sind natürlich sowieso ganzjährig in der Klimaanlage. Die würden also den Wechsel des Klimas nicht gut ertragen. So viele tropische Vögel müssen drin bleiben, zum Beispiel unsere Krontauben, unsere Kronenkraniche. Für die ist tatsächlich Gefahr, dass sie die Zehen erfrieren, sehr groß. Sie müssen auf jeden Fall rein. Die kleinen Tigerchen waren mal im Moment draußen gestern und heute. Die großen Tiger bleiben im Moment drin. Wir müssen befürchten, dass Bäume umbrechen und die Anlage dann übersteigbar würde. Es war 4,5 Meter hoch, aber wenn ein dicker Baum drauf fällt oder ein dicker Ast, dann ist es nicht mehr ganz so sicher. Im Moment kommen nur die Spezialisten, also die Kenner des Zoos, die wissen, dass man jetzt in den schönen geheizten Häusern gut sitzen kann und natürlich auch, dass die Parkanlage mit dem Schnee einen tollen Eindruck macht.